So, mal gucken. Oh ja, das passt perfekt. Jetzt verleime ich das, oder? Hallo und willkommen zurück auf diesem YouTube-Kanal. Ich weiß, viele von euch, 52%, sind regelmäßige Gäste hier. Ich würde euch an dieser Stelle ganz förmlich, ich als Jonas Winkler, dich gerne einladen, abonnier doch diesen Kanal, wenn du eh schon regelmäßig da bist. Denn wir freuen uns über dein Abo und es kostet ja nichts. Jetzt gibt es erstmal wieder Wissen. Verbindung verleihen, peng, ist grundsätzlich das Normalste auf der Welt. Das machen wir eigentlich immer. Aber Achtung, wichtige Info, sowas wie Leim hält nicht für immer. Irgendwann in der weit entfernten Zukunft kommt der Punkt, wo der Kleber einfach sagt, Digi, ich bin auch mega alt. Ja, und dann fällt das Ding auseinander. Scheiße. Es gibt Verbindungen, wie zum Beispiel Zinken, die ein Möbel immer noch zusammenhalten. Ich muss niesen. Aber das liegt daran, wie Zinken halt aufgebaut sind. Die verkeilen sich. Wir haben jetzt hier eine ganz tolle Schlitz- und Zapfenverbindung. Wow, die fittet gut. Wie man sowas macht, habe ich euch hier gezeigt. Das Problem bei Schlitz und Zapfen ist natürlich oft, wenn der Leim irgendwann nicht mehr hält, dann gibt es kein anderes Element, was diese Verbindung noch zusammenhält, weil es ja einfach nur ganz gerade zusammengesteckt ist. Es gibt da eine wunderbare Lösung, die wir uns jetzt anschauen in einer Expertenvariante. Also, wie können wir Schlitz und Zapfen im Prinzip für immer stabil machen ohne Leim? Ein einfacher Weg, um diese Verbindung stabil zu machen, ist, wenn wir sie zusammenstecken, einfach im Nachgang sozusagen jetzt hier zwei Löcher durchzubohren und einfach zwei Dübel einzusetzen. Die fungieren dann sozusagen ganz einfach als Anker. Wir können das Teil nicht mehr rausziehen, weil ja in beiden Teilen der Verbindung diese Dübel stecken. Dabei gibt es aber einen Trick, wie wir das Ganze noch besser machen können, denn wir sehen, jetzt ist hier noch so eine leichte Fuge. Die können wir aber auch mit diesen Dübeln schließen. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Dafür zeichnen wir erstmal an diesem Stück an und dann an dem hier. Wie immer beim Anzeichnen müssen wir uns jetzt wirklich sehr viel Mühe geben. Diesmal aber mehr als sonst. Wir zeichnen erstmal an, auf welcher Breite unsere Rundstäbe sitzen sollen. Das können wir oben und unten machen. Und dann zeichnen wir uns an, wie tief sie reingehen sollen. Hier ist die Seite mit dem Schlitz, das heißt, ich kann da den Stift reinstecken. Und wir wollen ziemlich genau hier und hier bohren. 20 mm von der Vorderkante. Bei unserem Zapfenteil machen wir das jetzt anders. Da haben wir jetzt unser Streichmaß auf 19 gestellt, also 19 mm. Wir markieren uns das hier. Und noch die Dicke. Und da bohren wir jetzt. Wie wir sehen, sind diese beiden Löcher jetzt nicht genau in einer Flucht. Wir können hier oben drin den Halbmond sehen vom Zapfen. Das heißt, wenn wir jetzt hier gleich den Dübel einschlagen, dann zieht sich das beides noch fester zusammen, weil beide Löcher in eine Flucht wollen. Und genau das machen wir jetzt. Diese Verbindung ist jetzt unfassbar eng zusammengezogen. Moment, ich sehe da noch einen Schatten, wird der ein oder andere sagen. Das ist tatsächlich aber nur der Versatz der beiden Materialstärken. Ich habe für die Anschauungszwecke nur zwei Reststücke genommen. Und wir sehen, das ist genau eine Bleistift, eine Linealstärke Unterschied. Man hört es auch. Das ist das, was wir hier sehen. Die Fuge ist komplett dicht. Wir wollen natürlich jetzt auch noch sehen, wie das aussieht, wenn das hier flush ist. Deswegen nehmen wir uns jetzt mal ein Schleifgerät und schleifen den Übergang hier einmal so, dass er bündig ist. Das ist eine wirklich saustabile Verbindung. Und das Coole ist, wir brauchen gar kein Glue. Wir können natürlich
an den Rundstab auch noch Leim angeben. Und auch bei Schlitz und Zapfen schadet es natürlich überhaupt nicht, die Verbindung damit extra noch zu verstärken. Das Schöne ist, bei dieser Art der Verbindung brauchen wir überhaupt keine Schraubzwingen. Wenn das zum Beispiel das Bein einer Werkbank wäre, kloppen wir die Dübel da rein, zack, wir haben sofort unseren Anpressdruck und wir können weiterarbeiten. Einfach, weil der Dübel hier für uns die ganze Arbeit übernimmt. Die wichtige Frage, wie weit kann ich denn die Löcher versetzen? Wir haben jetzt Weichholz genommen und es um 1 mm versetzt. Zwischen 1 und 2 mm in etwa 2 mm, also 1,5, manchmal 2 könnt ihr machen, je nachdem, mit was für Holz ihr arbeitet. Bei weichem Holz ist es natürlich leichter, dass der Dübel sich seinen Weg sucht. Bei super hartem Holz ist es dann schon deutlich schwieriger. Und das Wichtige ist, ihr könnt diesen Trick natürlich auch super gut mit Dominos benutzen. Wichtig ist nur, ihr habt natürlich immer mindestens an einer Seite einen sichtbaren Dübel. Das muss man dabei bedenken. Alles andere ist einfach nur mega nice. Also, das hätten wir heute gelernt. Klasse Technik, super. Danke Mittelalter, du bist so smart. Yo Digga, bis zum nächsten Mal. Ja genau, bis zum nächsten Mal. Und dann wieder mit Glue. Tschüss. So Glue, ab nach Hause. Rein hier in die Kiste. Du kommst ins Regal.